Okay, genau. Das heißt, also ich hätte damit vor, so ich würde dann vielleicht jemanden einen Abonnenten schenken, der halt jetzt so einen Rollerführerschein gemacht hat, weißt du? Deswegen habe ich gedacht, das wäre ganz lustig. Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Oh, die Kamera ist ein bisschen... Nee, warte mal. Jetzt müsste es passen. Leute, ich sehe gerade schon... Eieiei, das Wetter, das sieht gar nicht gut aus. Ich filme mal hier einmal in den Himmel, da könnt ihr das ja sehen. Oh, ganz schön schwarz. Guck mal, eine Fliege. Große Fliege. Heute geht's ja nicht um Fliegen. Dass es jetzt gleich zu 100% regnen wird, ist nicht so gut, weil wir brauchen eigentlich draußen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen wir heute überhaupt? Ich habe jetzt wirklich lange überlegt und daran gearbeitet, endlich mal einen neuen Part von der, die das günstigste rauszuhauen. Und es war wirklich extrem schwer. Was wirklich krass gewesen wäre, ich hätte am Anfang so ein Haus gehabt, was irgendwie, also das Grundstück war halt komplett heruntergekommen und man konnte dieses Haus für extrem wenig Geld kaufen. Also es war nur so eine kleine Hütte. Wenn man das halt irgendwie da so ein bisschen renoviert und ich hatte mir da schon so ein richtig großes Projekt ausgemalt. Leider hat das nicht geklappt, also ich konnte es dann doch nicht haben. Deswegen habe ich das Format auch erstmal wieder eingestellt, sozusagen, also bis jetzt zumindest. Die Autoleute unter euch wissen natürlich noch, ich habe vor ungefähr 1,5 bis 2 Monaten diesen alten E30 gekauft. Und da kriege ich auch bis heute noch viele Nachrichten zu, was denn damit ist. Und ich glaube, dazu muss ich erstmal ein kleines Update machen für alle, damit ich halt diese Nachrichten nicht mehr kriege. An alle, die das jetzt nicht interessiert, skippt einfach vor. Okay, also seid mir nicht böse, dass ich jetzt wieder ein bisschen was erzähle. Mir haben wirklich sehr, sehr viele Leute geschrieben, dass sie super gerne dieses Auto kaufen wollen. Die Angebote waren von 60 Euro bis über 1800 Euro, was natürlich super viel Geld ist für ein Auto. Und da sind ja auch die Fragen berechtigt, yo Alex, was ist jetzt eigentlich mit dem Auto? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe mir auch gedacht so, ey, wie geil wäre das, wenn man das Auto halt so ein bisschen wieder vorrichtet. Also ein bisschen folieren, neue Räder, Motor mal checken und so weiter. Und ich war deswegen auch noch zweimal dort, also wo ich den her habe. Und bis man da aber wirklich was hat, was ich euch dann zeigen kann, als klare Entwicklung dieses Autos oder Verbesserung, nenne ich das jetzt mal. Ich kenne mich mit den Fachbegriffen da auch nicht so aus, tut mir leid. Das wird mich halt direkt mal locker über 2.000 bis 3.000 Euro kosten. Und da habe ich gedacht, puh, das ist auch ganz schön viel Geld, auch für mich, für ein Video. Also es ist schon krass. Ich hoffe, das versteht ihr. Deswegen bin ich gerade so in der Zwickmühle, was ich jetzt damit mache. Irgendwas wird dazu sicherlich noch kommen. Ich weiß noch nicht wann, aber in letzter Zeit hatte ich auch nicht so viel Zeit dazu, muss ich ehrlich sagen. Das reicht dann jetzt doch erstmal mit dem Gelaber. Wir haben nämlich heute einen nächsten Part und zwar freue ich mich darauf. Ich habe letztens bei einem Freund von mir so einen alten Roller gesehen und den fährt er halt nicht mehr. Und da kam mir eine Idee, für wie viel ich wohl diesen Roller bekommen werde. Dann habe ich mal im Internet gecheckt, was denn so oder wo preislich die günstigsten Roller liegen. Auf anderen Plattformen fangen die so bei 200 an. Hier haben wir jetzt einen Roller für 100, der ist allerdings defekt. Ja, 550, 3500, 400, also ja gut, das hier ist nur so ein Tretroller. Also unter 200 Euro bekommt man da eigentlich nichts, deswegen bin ich mal gespannt, was er dafür haben möchte, beziehungsweise ich habe halt schon so einen Preis verhandelt, wir liegen gerade bei 70 Euro, weil er den halt einfach nicht mehr haben möchte. Und das war für mich halt eine extrem große Chance für einen weiteren Part dieses Formates, weil ich meine 70 Euro kann man halt easy mal für ein Video ausgeben und den Roller könnte ich dann vielleicht irgendwie einem Abonnenten schenken oder so. Das weiß ich auch noch nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob der überhaupt noch gut fährt, das checken wir gleich alles mal ab. Und ja, das machen wir im heutigen Video. Ich freue mich richtig. Ich würde sagen, wir fahren direkt mal los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und dann sehen wir uns gleich im Auto. Also Leute, ich bin jetzt hier angekommen und zwar steht da hinten auch schon der Roller, also genau vor mir. Was ist das für ein Modell, weißt du das? Das ist Piaggio. Piaggio? Piaggio Tech. Okay, also das ist Vito, das ist ein Kollege von mir, der diesen Roller jetzt lange gefahren ist oder jetzt halt nicht mehr braucht, sagen wir mal so. Ich muss sagen, an sich, so man sieht schon, dass der ein bisschen älter ist, aber du musst ja mal den Grund sagen, warum du den nicht mehr brauchst. Und auch was damit nicht mehr oder was nicht mehr voll funktionstüchtig ist, damit die Leute auch checken, warum der jetzt nicht, also warum du den nicht, die haben wahrscheinlich auch einen höheren Wert als jetzt 100 Euro oder so, oder? Ja, doch. Ja, ich wollte ihn halt verkaufen, weil der fährt nicht mehr richtig, irgendwie der fährt nur noch so 20 km/h. Schneller nicht mehr? Nee, der fährt nicht mehr schneller. Okay, also muss man irgendwas, muss man wieder, sag ich mal, flott machen, so da, also der, wahrscheinlich ist irgendwas kaputt. Ja ne? Doch, ich denke mal schon, ne? Sonst wird der keine 20 km/h mehr fahren. Und hast du das denn nicht mal selber abchecken lassen? Oder du sagst jetzt einfach, du hast keinen Bock mehr drauf, ne? Oder keinen Stress mehr mit. Ja. Also ich war halt letztes Mal irgendwann mal hier, da habe ich den gesehen.
Und keine Ahnung, da kam mir halt die Idee, die abzukaufen. 14.523 Kilometer, das geht eigentlich noch, oder? Ach, das geht noch. Das geht noch? Das ist nichts. Ich muss halt sagen, ich kenne mich mit Rollern so wirklich, das ist so ein Themengebiet, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und für mich, das hört sich jetzt gar nicht mal so viel an. Wobei man kann das ja dann, sag ich mal so, wenn man es jetzt mit dem Auto vergleicht, auf mal 3 rechnen. Weißt du, weil ja, man fährt ja mit dem so im Durchschnitt 50 km/h, würde ich mal sagen. Also 45.000. Ich würde damit jetzt gleich gerne mal fahren. Gerne. Vielleicht fährt er ja bei mir schneller. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, dann bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt gerade mal hier aufs Land gefahren. Also damit ich denn jetzt mal fahren kann, weil ich bin einmal in meinem Leben Roller gefahren und das war im Urlaub. Aber ich habe jetzt gerade mal geguckt. Ich habe ja bei mir im Auto auch einen Tacho. Ja. Wir waren so bei 25 km/h, glaube ich. Ja. Also schneller nicht. Echt? Dann doch ein bisschen mehr als 20? Mehr als 20. Ja, dann geht das ja noch. Dann geht's eigentlich. Bevor ich jetzt aber damit fahre, ist ja ganz typisch. Oh, guck mal hier, ich kann mich im Spiegel filmen. Würde ich sagen, machen wir mal kurz so ein kleines, wie beim Car-Porn, machen wir heute ein Roller-Porn. Ja, mache ich mal ein paar geile Aufnahmen von dem Ding. Da würde ich sagen, viel Spaß. Schafft er. Ja, ne? Der ist doch top, oder nicht? Besser als gar nichts. Ja. Also, ich bin ja jetzt gerade mal kurz eine Runde gefahren. Ich würde sagen, wir können noch mal kurz eine Runde fahren und dann kannst du auch einmal von hinten filmen oder ich filme dich. Weißt du, wir setzen uns zu zweit drauf und dann seht ihr, dass der wirklich nicht so schnell fährt. Also, ich habe jetzt 25 km/h erreicht, was trotzdem schnell war. Also, für mich so, das hat schon Spaß gemacht. Wie gesagt, mit Rollern kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was daran kaputt sein könnte, warum der nicht mehr so richtig auf Speed kommt. Was habt ihr denn früher geschafft? Ja, also, es gibt ja auch Mofa Fire 25. Ja. Oder 20, aber das ist ja ein 50er, ja. Oder? Also 50 km/h, ne? 50 hat er früher geschafft. Also, ja, früher 50 km/h und jetzt fährt er nur noch halt die 20 oder gerade die 25, die du hattest. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich ein bisschen leichter bin. Ja, das kann auch sein. Okay, warte mal, ich will noch einmal fahren, ja? Ja. Kannst du das dann filmen? Ja, klar. Ach so, Leute, und natürlich würde ich auch immer einen Helm tragen, aber wir sind hier halt auf so einem abgesperrten Bereich. Ich fahre halt auch nur 20. Schneller geht er nicht. Ja. Warte mal. Ach, du musst noch halt. Batterie ist nicht fit. Mach nochmal. Oh, ich glaube, da ist noch was kaputt. okay, da ist noch ein zweites Problem. Echt? Ja. Aber eigentlich läuft das sonst ganz gut. Ja, ne? Ja. Ne, warte, wir müssen Kickstarter machen. Wie denn? Ja, weil die Batterie, das ist nur so eine kleine Batterie. Und die hat halt nicht mehr so viel Power, ne? Die muss man immer so aufladen wie ein Handy, weißt du? Aber mit einem Ruck. Warte mal, der muss erst auf den Ständer. Jawohl, ah. Bisschen mehr als 20, ne? Ja. Warte, einmal noch. Schneller fährt er nicht. Jetzt schafft er nicht mal mehr 20. Schon ein flottes Gerät, was ja, da ist. Also wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, der fährt maximal 25 km/h und springt auch nicht so gut an, ne? Ja, kann ja. Okay, ja, genau. Das heißt, also ich hätte damit vor, so ich würde ihm vielleicht jemanden einen Abonnenten schenken, der halt jetzt so einen Rollerführerschein gemacht hat, weißt du? Deswegen habe ich gedacht, das wäre ganz lustig. Mit dem Gedanke jetzt dahinter, was würdest du denn jetzt sagen, so wo liegt deine Schmerzgrenze? Ich hätte jetzt gesagt, ich gebe dir 70 Euro dafür und du bist dabei, oder? Puh. Weil ich meine. Schon schwierig, aber. So, weil, also keine Ahnung, wie gesagt, ich kenne mich nicht mit aus, aber wenn du jetzt ins Internet stellst, kriegst du dann mehr dafür, weil du musst ja immer hinschreiben, funktioniert nicht mehr. Ja, ja, funktioniert halt nicht mehr ganz so, deswegen, ja, ich denke, ich würde den dann für 70 geben. Für 70? Ja, doch. Ja, nice. Weil dann lass machen, weil ich's bin. Ja, dann würde ich sagen, freue ich mich drüber. Ja. Nice Gerät. Mein erster Roller. Ja, Hammer. Hammer. Leute, und ganz kurz eine Sache noch, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, checkt auf jeden Fall mal sein YouTube-Video ab oder ein Musikvideo. Genau, ne? Haben wir ja mal zusammen gemacht, habe ich ihn ein bisschen bei Golfen, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ist eigentlich echt nice geworden. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Ja, checkt ab. Baby, schau mir in die Augen, baby, soll ich dir noch glauben, baby, und an alle, die jetzt gerade irgendwie einen Rollerführerschein bestanden haben oder was weiß ich. Wobei, den kann man ja erst ab 16 fahren, ne? Wenn er 25 fährt, ist der Mofa dann ganz. Ja, also ich sag mal so, wenn ihr einen Führerschein dafür habt oder den einfach haben wollt, um ihn wieder aufzutunen auf 50 km/h,
Aber auf dem Tacho steht doch sogar 120. Ja, das war mal ganz früher. Ganz früher? Dann lasst mir mal einen Kommentar da, warum ihr die richtigen seid für den Roller. Und dann lese ich mir die mal durch. Ja, das war's eigentlich, ne? Also danke fürs Zuschauen, würde ich sagen. Und wir sehen uns morgen oder übermorgen. Haut rein. Ciao.